Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier in StarCraft 2. Wir waren zuletzt dabei zu schauen, was die Sternkarte uns zu bieten hat, damit wir zur weiteren Mission voranschreiten können. Dann wollen wir das doch mal tun. Klicken wir auf die Sternkarte und haben jetzt drei Planeten zur Auswahl. Monolith war der Planet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da können wir die Artefakte gucken. Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Also hier müssen wir wieder Dr. Hansens Bewohner retten von der Seuche. Ja, die Mission heißt Epidemie. Untersuchen Sie die Verseuchung auf Meinhof. Belohnung 110.000 Credits. Forschungsmöglichkeiten 2 Zerg-Forschungen. Und als Belohnung gibt es noch den Helion. Schnelle Gefechtseinheit verfügt über einen Flammenangriff, der alle feindlichen Einheiten in der Feuerlinie Schaden zufügt. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Bevor wir uns auf die anderen zwei Planeten konzentrieren, schauen wir erstmal auf Meinhof rein, da wir zuvor schon die Zivilisten gerettet haben. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuerball kommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein. Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings. Scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Ja, und leider sind wir ein bisschen zu spät auf diesem Planeten erschienen, aber wir werden die Seuche stoppen und die Infizierten, naja, aufhalten, denn sie sind nicht mehr menschlich. Nachts über sind sie sehr aktiv, da müssen wir uns unsere Basis verschanzen, und tagsüber sind sie sehr anfällig gegen das Sonnenlicht und dann können wir sie eliminieren. Also müssen wir immer schauen nach dem Tag- und Nachtwechsel. Aber ich denke mal, das bekommen wir schon hin. Zunächst einmal ein paar WBFs bauen. Wie immer am Anfang. Jungs, wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung auf dieses Lager übergreift. Errichtet einen Verteidigungsring. Du entwickelst doch wohl keine Schwäche für Frau Doktor, oder Jimmy? Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. Ist das eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. Jungs. Noch ist ja Tag, deswegen können wir noch schnell ein bisschen beseitigen, bis wir uns aber ranhalten. So, jetzt auch schnell wieder zurück. Dann gleich ist es Nacht. Und dann werden die Burschen ziemlich aktiv. BBF einsatzbereit. Ihr
Wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Macht euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. BBF bereit. Nee, aus Versehen zweimal hintereinander Doppelklick hier gemacht. Jetzt dürfte es jetzt funktionieren. So. Aber wir benötigen noch weitere Arbeiter. BBF einsatzbereit. Sollten aber schauen, dass wir auch schnell Bunker bauen. Damit wir nicht so anfällig sind. Ja, und wie man sehen konnte, sind das nicht mehr wirklich Menschen. Noch weitere WBFs müssen jetzt 3 Minuten aushalten. Die Nacht ist natürlich länger als der Tag. Soll ja nicht zu einfach werden hier. Er kommt wieder nicht durch. Dann bauen wir mal mit einem WBF Depots. Und dank der Sanitäterin scheinen wir es auszuhalten. Sieht zumindest so aus. Sanitäterin da aus Versehen reingetan. Ja, das sieht doch schon besser aus. Bauen wir hier auch nochmal 2 Bunker hin. Wird ein bisschen eng, aber dürfte klappen. Jetzt greifen sie aber ziemlich massiv an. Jetzt bekommen wir Unterstützung. Hey Cowboy, ich habe Konstruktionspläne, um die Hellions zu bauen, die du auf Marsara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. Ich möchte das Gebäude aber ein bisschen weiter hier drüben bauen, weil das steht ein bisschen im Weg. Erweiterung fertiggestellt. So, jetzt haben wir langsam einen Verteidigungsring. Erinnert ein bisschen an Starship Troopers, wenn ihr den Film kennt. Die Sonne geht auf. Nur noch ein bisschen durchhalten. Basis wird angegriffen. Ich denke in Schwierigkeiten. Oh, den Hellion, den wir dort hatten, ist schon kaputt. Wieso hat er denn jetzt nicht weitere... Ja. Hier kann ich nicht bauen. Na dann, Ladies. Morgenstund hat Blei im Mund. Machen wir sie platt. Ja, ganz meiner Meinung, aber... Warum eigentlich nicht? Nehmen wir alle zusammen und greifen hier oben mal an. Damit wir von hier oben ein bisschen schon mal Ruhe haben. Und soviel ich weiß, kommen sie gleich von hier hinten. Da müssen wir auch noch gucken, dass wir da was hinbauen. Ja, Vespingas haben wir noch gar nicht. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf Vespingas hier. Dass wir ein bisschen Vespingas auf unser Konto bekommen. Waffenlager können wir nicht bauen, brauchen wir Vespingas für. Dann bauen wir halt einen Maschinendock.
jetzt müssen wir mal langsam aus den Ofen kommen. DBF bereit. Und jetzt doch, ich war jetzt doch ein bisschen zu langsam am Anfang. Muss alles ein bisschen schneller gehen. Denn wir haben nur noch 2 Minuten Tag. Die werden von Nacht zu Nacht stärker. Durchgeladen und entsichert. Desto mehr wir kaputt machen, desto einfacher wird es für uns sein, die Nacht zu überleben. DBF bereit. Warum nicht? Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Ja. Diese Stelle haben wir schon mal weg, aber wie wir sehen, ist hier eine große infizierte Basis, die müssen wir natürlich auch noch beseitigen. Nicht genug Vespingas. Bauen wir nochmal weitere 2 WBFs für die Vespin-Abbauung. Aber wir können auch einen hiervon nehmen, weil wir können eh nur 21 hier beherbergen. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So, jetzt können wir die Helions bauen, unsere ersten Fahrzeuge. Und Flammen sind ja bekanntlich gut gegen Verseuchung. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. So, dann haben wir schon unsere Grundstruktur aufgebaut. Jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir nach Hause kommen. Und zwar jetzt. Weil sonst wird es doch zu eng. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Ja, nur die Ruhe. Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zerg-Signatur. Es scheint sich um eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts ausgräbt. Sir, wenn Sie eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Der kann ich nicht bauen. Worauf soll ich ballern, Sir? Schicken wir mal ein paar hier hin zur Bewachung. Und auch noch mal ein paar mehr. Damit das nicht allzu ungemütlich wird für unsere Jungs in den Bunkern. Die Bunker sind auch schon leicht beschädigt. Eine Sanitäterin, die am vordersten Front steht. Verseuchte Marines. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir gar nicht. Ja, nicht nur Zivilisten, sondern auch Space Marines wurden infiziert. Die uns dann aus der Ferne beschießen können. Aber auch die bekommen wir noch ganz gut kaputt. Ich denke in Schwierigkeiten. Nicht genügend Mineralien. Yep. Den schicken wir mal zum Reparieren dorthin. Feuer gefällig. Ein Wort genügt. Zur Absicherung schicken wir die dorthin. Weil aus meiner vorherigen Erfahrung weiß ich, dass die nachher von hier hinten kommen werden. Und das wollen wir ja vermeiden. Ich verbrenne dir hier die Finger. Feuer gefällig. Und hier haben wir Verseucher. Sorry, die kommen nur nachts raus. Aber momentan ist das noch sehr unmöglich für uns, die in der Nacht zu zerstören. Wir müssen zunächst einmal mehr von ihren Stützpunkten kaputt machen, damit nicht so massiv viele kommen. Feuer gefällig. Aus der Bahn! Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Nicht genügend.
wir werden es überleben, wie wir sehen. Hier tummelt sich ein Haufen und sieht diese Ausrufezeichen. Dank diesem Gebäude, was wir hier haben. Damit können wir ja die Gegner orten, bevor sie überhaupt in Sichtweite sind. In 30 Sekunden. Aber das sieht ja alles ganz gut aus. Oh, jetzt kommen sie hier wirklich sehr massiv. Ah, wir haben nur minimale Verluste, aber das packen wir. Und hier oben sieht es auch ganz gut aus. Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. So, jetzt ist es tags, jetzt müssen wir uns ranhalten. Auch mal mehr von diesen Hellions bauen. Ich brauche viel zu viele Fußtruppen. Infanterieeinheiten. Ich verbrenne mir hier die Finger. Aber die sind ja auch nicht so verkehrt. Aber die Fahrzeuge sind halt natürlich schneller. Ich verbrenne mir hier die Finger. Jetzt geht's rund. Machen wir in die Hölle heiß. Hier haben wir noch ein Gebäude vergessen. Ich schicke die erstmal so hin, damit auch alle drauf feuern können. Dann geht's schneller. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Dann direkt zum nächsten Stützpunkt. Denn die Zeit rennt gegen uns. Machen wir in die Hölle heiß. Machen wir hier auch nochmal so einen kleinen Trupp und schicken die hier oben hin. Das läuft alles ganz gut. Gute Arbeit, Jungs. Unser Bereich ist gesichert. So, hier ist auch wieder sauber. Dann direkt weiter zum nächsten Bereich. Hier oben haben die auch ganz gut zu tun. 1,5 Minuten haben wir noch Zeit. Können wir noch einiges zerstören in der Zeit. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Ja, das läuft jetzt ziemlich gut. Wir werden sie aufhalten. Hier sind Zerg-Wachtürme. Die dieses ganze Schlamassel hier überhaupt verursacht haben. Machen wir in die Hölle ein. Ich verbrenne mir hier die Finger. Das sieht aber alles ganz gut aus. Ein paar Einheiten haben wir zwar verloren, aber im Großen und Ganzen läuft es sehr gut. Meine Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Machen wir in die Hölle heiß. Sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. Da ich das mit zwei Truppen mache, geht es auch wesentlich schneller, das Ganze. Selbstverständlich. Jetzt sollten wir aber langsam mal wieder nach Hause. Ein bisschen noch. So, und jetzt zurück. Der große Trupp auch. In Ordnung. Sicher. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Ah, jetzt sehe ich gerade, hier haben wir noch diesen Verseucher, der nur in der Nacht da ist, und da jetzt hier die Basis zerstört ist, können wir uns das erlauben, ihn mal zu beseitigen. Sehr schön. Und jetzt schnell wieder nach Hause. Aber im Angriffsmodus, weil hier ständig neue Gegner erscheinen und das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass die Jungs es noch nach Hause schaffen werden. Das ist heavy. Machen wir in die Hölle. Haben wir mal ein paar Sanitäterinnen.
Basis wird angegriffen. Nicht genügend Mineralien. Losgeladen und wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Oh, die haben es doch geschafft. Sind halt harte jetzt Kerle. Sind die garantiert stinksauer. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Machen wir in die Hölle. Ja, das sehe ich auch so, aber das sind nur drei Gebäude, die kriegen wir doch kaputt. Kommt schon, auch wenn ihr massiv angegriffen werdet. Oh. Jetzt einfach nur noch schnell nach Hause, ohne anzugreifen. Lass sie ruhig kommen, aber jetzt kommen sie nicht mehr direkt von der Ecke. Direkt an der Basis. Ihr sollt nicht so weit rausrennen. Das ist natürlich immer ein bisschen hektisch, aber geht halt leider auch nicht immer anders. So, unsere Bevölkerungsgrenze haben wir voll ausgeschöpft. Dann bauen wir noch ein paar Einheiten auf Reserve. Stocken wir mal hier die Einheiten auf. Und die dort. Boah, ihr seid aber auch ziemlich weit draußen. Ihr seid Trupp 1. Und ihr seid Trupp 2. Und dann gleich am Tag wieder in verschiedene Richtungen. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Wir wollen uns ja nicht zu lange an einer Mission aufhalten. Dass ich nicht eine Mission immer in zwei Folgen splitten muss oder sogar in drei. Durchgeladen und ich denke in Schwierigkeiten. Aber bisher haben wir es ganz souverän gelöst. Nur noch eine Minute aushalten. Gebrochen. Wir brauchen da unten Truppen, aber schnell! Jetzt kommen sie auch noch vom Süden. Das erinnert mich irgendwie an einen Film, den ich mal gesehen habe. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Ja, wahrscheinlich der gleiche Film, den ich auch meine. Was war dieses Ding? War das menschlich? Oh, kommt schon, Leute. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen! Muss noch ein paar Sanitäterinnen bauen. Jetzt ist sowieso Tagesanbruch. Jetzt verbrennen sie nämlich alle sehr schön. Oh ja, jetzt sind wir dran. Genau, und jetzt schlagen wir in voller Wucht zu. Oben und unten. Damit es doppelt so schnell geht. Wenn die Nachzügler jetzt hier auch noch fertig sind, dann können wir die auch noch losschicken? Ich denke in Schwierigkeiten. So, hier oben sind sie jetzt auch gleich Geschichte. Dann geht's weiter nach unten. Unten rechts ist ja momentan die ganz große Basis von ihnen. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Bingo! So, läuft doch ganz gut das Ganze hier. Machen wir noch einen dritten Trupp. Schicken wir jetzt einfach mal hier ins schwarze Gebiet. Nebel des Krieges. Und auf dem Weg dahin sollen sie alles vernichten, was sie sehen. Unsere WBFs werden angegriffen. Jetzt haben wir sogar ein WBF mitgeschickt. Egal. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Und weiter geht's nach links.
Das Grobe ist jetzt erledigt. Jetzt kommt nur noch die feine Arbeit. Wir haben auch jetzt keine Mineralien mehr. Oh, hier ist... Das untere ist quasi eine ganz große Base. Aber das werden wir jetzt alles trotzdem noch vernichten. Benötige weitere Depots. Ah, das schaffen wir doch zeitlich, oder? Das wird doch wohl machbar sein. Der dritte Trupp geht am besten mal hier so hin. Die anderen zwei großen Trupps, die machen das hier in der Mitte. Ja, nicht nur rumstehen, Jungs. Macht das hier fertig. Sieht so aus, als sei der Sektor sauber, Jim. Wir sollten uns zum nächsten aufmachen. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Aber ich markiere ihren Standort auf der Karte. Das Gebäude hier, das einzelne, lassen wir jetzt mal übrig. Denn in der Nacht kommt jetzt wieder dieses spezielle... Worauf soll ich ballern, Sir? Dieser spezielle Verseucher raus, hier irgendwo. Und den wollen wir auch noch haben, damit wir unser Bonusziel erfüllen. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Ja, jetzt brauchen wir auch keine Wachen mehr. Wo ist denn dieses... Ach so, der Verseucher ist wohl schon tot. Dann haben wir den wohl schon am Tag getötet. Habe ich gar nicht mitbekommen. Nun gut, dann machen wir jetzt den Rest. Boah, die spawnen jetzt zwar massiv Einheiten, aber das macht uns jetzt auch nichts mehr. Echt, Mann. Du stocherst gerne in Wespennestern rum, hä? So. Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von Zerg. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. Ja, ein unentdecktes Paradies. Dann schauen wir doch mal, ob wir sowas finden werden. Aber wir sind jetzt leider auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Wir schauen jetzt noch mal, ob es jetzt direkt ein Gespräch gibt. Das nehmen wir natürlich noch mit. Aber den Rest, den seht ihr leider erst übermorgen. Die Folge wurde jetzt ein bisschen länger, weil wir auch die ganze Mission zu Ende machen wollten. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Unsere Reporterin Kate Lockwell berichtet live vom Flüchtlingsschiff Skinner 2, das sich aktuell im Orbit von Minoff befindet. Donny, die Opferzahlen hier draußen erreichen schwindelerregende Höhen. Enorme Flüchtlingsflotten kämpfen darum, die sicheren Kernwelten zu erreichen, und längst nicht alle werden es schaffen. Es herrscht Mangel an Wasser, Nahrung und Hoffnung. Kate, wir werden später noch über die Pläne der Liga zur Rettung dieser Welten sprechen. Unter den Flüchtlingen wird viel über eine mögliche Rettung gesprochen. Und es scheint, dass sie ihre Hoffnungen zumeist auf paramilitärische Gruppierungen und Rebellen wie Jim Raynor... Vielen Dank, Kate. Live von einem Flüchtlingsschiff über Minoff, wo alle sehnsüchtig auf die Rückkehr der Liga warten. Sie sehen jetzt einen Vermilion-Kommentar zum Thema Flüchtlinge. Sind sie wirklich unsere Verantwortung? Du bist ein echter Menschenfreund, Donny. Ja. Und angeblich warten sie auf die Liga. Die Liga, die sie in den Stich gelassen haben. Ja. Wer hat ihnen den Arsch gerettet? Das waren natürlich wir und nicht die Liga, weil die Liga halt abgehauen ist. Aber naja, in den Nachrichten wird halt alles schön geredet. Nun gut, aber wie es weitergeht, was wir Neues lernen können, erforschen können und so weiter, das erfahrt ihr erst übermorgen, denn wir sind jetzt, wie bereits schon erwähnt, am Ende einer Folge. Und bis dahin, tschüss.